Schön, dass du da bist. Zur zweiten Folge vom Business Journal einer introvertierten Unternehmerin. Ich nehme dich in diesen Journal-Folgen mit hinein in meinen Kopf, in meine tiefgehenden Gedanken und nehme dich tatsächlich in meine Journal-Seiten mit hinein, die ich seit ein paar Wochen journal. Und ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Es ist sehr viel Verletzlichkeit und Öffnen von meiner Seite aus. Ich habe nur journaled, beschrieben, dass das ein wichtiger Punkt ist, um für mich mehr in die Sichtbarkeit zu gehen mit dem Menschen, der ich bin, um für dich sichtbar zu sein. Und möchte deswegen hiermit weitermachen. Und ja, wir gehen jetzt das nächste an. Die Frage, die als erstes dort steht, ist, was erfüllt mich? Und ich freue mich, dass du zuhörst. Was erfüllt mich? Was soll meine tägliche Arbeit sein? Wo möchte ich hin? Täglich kreativ arbeiten und abarbeiten? Teilweise Austausch, aber bewusst und nach meiner Energie. Oft lieber schriftlich und gebend durch Videos und Audios. Mich nicht mehr anpassen an die Kommunikationswege, die vorgegeben sind. Ich sein und mich so zeigen, wie ich bin. Dadurch all das geben, was andere brauchen. Ohne zu viel zu geben. Grenzen setzen und Grenzen öffnen. Austauschmöglichkeit geben, Preise nehmen, die meinen Wert und den meiner Arbeit widerspiegeln, annehmen und dadurch Raum schaffen, um so viel mehr zu geben, wie ich will und wie es braucht. Dasein nach meinen Regeln und Grenzen, mein Helfersyndrom heilen, ankommen im natürlichen Austausch von Wertvollem. Es ist okay, mehr zu wollen. Andere finden immer Hindernisse. Du darfst und kannst sie überwinden. Du hast sie schon so oft überwunden. Dankeschön. Jetzt bist du bereit, größere Schritte zu gehen und dich ins neue Ziel fallen zu lassen. Wachse. Entwickle dich. Werde groß und größer. Die Zeit ist reif dafür. Leg los. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast bei dieser kurzen und kleinen Folge. Schreib mir gerne deine Gedanken dazu in die Kommentare. Schreib mir rein, was dir durch den Kopf geht. Wenn du willst, journal mit mir. Schreib in ein kleines Buch. Ich schreibe immer auf 5 Seiten. Immer dann, wenn ich denke, jetzt möchte etwas hochkommen, jetzt möchte ich etwas aufschreiben, jetzt möchte ein Thema Raum haben und vielleicht nimmst du dir auch die Zeit für ein Thema, welches dich erfüllt und welches dich beschäftigt, welches gerade in dir arbeitet. Es darf positiv sein, es darf negativ sein, egal was kommt, lass es einfach entstehen.